Es ist wieder soweit. Das Stadtradeln geht in die nächste Runde. Für alle, denen der Begriff absolut gar nichts sagt, eine ganz kurze Erklärung. Das Stadtradeln ist eine vom Klimabündnis ins Leben gerufene Kampagne mit dem Ziel, als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um etwas Gutes für sich und die Umwelt zu tun. Im Aktionszeitraum, aber natürlich auch gerne darüber hinaus. Mit dem Fahrrad lässt sich, ohne dass es einem direkt bewusst ist, einiges bewegen. Ungefähr ein Fünftel der Kohlenstoffdioxidemissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Der Verkehr innerorts verursacht davon am meisten. Ungefähr 7,5 Tonnen CO2 könnten vermieden werden, wenn ca. 30% der Kurzstrecken, das sind Strecken bis zu 6 Kilometern, mit dem Fahrrad statt dem Auto zurückgelegt werden würden. Ob Berufspendler oder Freizeitradler. Einfach mal das Auto stehen lassen, kurze Alltagswege klimafreundlich zurücklegen, Spaß mit den Freunden haben und den nötigen Verkehr auf unseren Straßen entlasten. Für mehr Lebensqualität für alle. Und ab Freitag, dem 1. Juli, sind die Ludwigsburger wieder dran. Wir als Mathilde-Planck-Schule haben ein Team und setzen auch dieses Jahr auf viele Mitradelnde. Und es ist wirklich ganz egal, ob du viel Fahrrad fährst oder nicht. Wenn du in den nächsten 21 Tagen mal eine Runde fahren gehst, dann lad dir die App Stadtradeln runter, registriere dich, tracke deine Strecke und trag sie ein, weil jeder Kilometer zählt. Setze auch du Spuren, die die Welt verändern. Lade dir die Stadtradel-App runter und trete fleißig in die Pedale für mehr Radförderung und Klimaschutz.